jetzt schon das Licht hier ausgemacht. Es werden jetzt gerade massive Sparmaßnahmen hier auf dem Camino ergriffen, weil einfach zu viele Leute hier unterwegs sind. Also die Straße ist brüchig vor uns. Schön gehackte Kieswege sind alle durcheinander gebracht. Die Leute stolpern, fallen hin, müssen ins Krankenhaus gebracht werden. Und heute Morgen kam in den spanischen Nachrichten, dass der Camino-Abschnitt zwischen diesem Ort und Santiago de Compostela gesperrt wird wegen dringend nötiger Baumaßnahmen. Deswegen ist das heute mein letztes Video. Ich muss leider aufgeben. Ich habe jetzt gerade hier ein Ticket gekriegt für einen Bus nach Madrid. Und von dort geht ein 10-Euro-Flieger zurück nach Köln-Kalk. Und ja, von da aus muss ich dann sehen, wie ich weitermache. Aber danke erstmal fürs Zuschauen. Vielleicht mache ich nächstes Jahr diese Tour weiter. Man weiß es nicht. Die müssen den halt reparieren. Kann man nichts machen. Jetzt gönne ich mir jetzt erstmal noch so ein Brötchen hier. Okay, na gut. Macht's gut und wir sehen uns dann in der Heimat. Moment. Ich bekomme gerade eine Push-Mitteilung rein. Straße wieder frei. Der Wal kommt jetzt allerdings ins Labor und wird reverse-engineert. Hä? Guten Morgen. Heute etwas spät aufgebrochen. Ich glaube, es ist gegen 8. Trotzdem liegen 30 Kilometer vor mir. Jetzt bin ich gerade im ersten Ort angekommen. Ja, guten Morgen. Ich kann teilweise Entwarnung geben. Die Straßen sind soweit wieder frei. Es sind allerdings einige Pilger vor Leon eingebrochen. Ein paar Meter in die Tiefe haben sich unterirdische Anlagen aufgetan. Und ja, ein Forscherteam hat da einen versteinerten Pottwal gefunden mit einem Astronautenhelm auf. Und ja, armes Ding. Hat wohl noch gelebt. Man hat ein Kommunikationsteam dran rangeschickt und die letzten Worte des Pottwals waren wohl. Und ist aber alles gut. Erich von Däniken ist informiert. Er war natürlich schockiert. Schreibt aber ein Buch drüber. Schauen wir mal, was wird. Puh, da bin ich aber beruhigt. Mein Ticket nach Madrid hebe ich mir allerdings auf, für meine nächste Reise nach Spanien. Man weiß ja nie. Mike und Gio sind bereits vor mir aufgebrochen. Ich trotte hinterher. Gestern habe ich übrigens noch tatsächlich eine Pilgerin aus Deutschland kennengelernt, Berlin. Grüße an dieser Stelle. Sie arbeitet als Fremdenführerin und wusste viel mehr über diese kleinen Orte hier zu berichten, als Wikipedia. Da war ich ganz schön baff. Tja, und die erste Hälfte heute war windig. Ja, wen überrascht es? Irgendwie auch trostlos. Und dann ist aber was passiert. In Sahagun. Was mir, sagen wir es mal so, Camino-Magie habe ich schon erlebt, aber spätestens da, an diesem Tag, waren letzte Zweifel ausgeräumt, dass es sowas wirklich gibt. Und auch wenn es ein bisschen privat ist, möchte ich es dir trotzdem mitteilen.
In Saint-Jean kam ich sehr spät an und habe den Pilgergottesdienst an der Brücke nicht besucht. Auch den Gottesdienst in Roncesvalles habe ich ja, wie du weißt, verpasst. Ohne mir einen Segen abzuholen, bin ich aufgebrochen. Die meisten Kirchen auf dem Weg, die ich betreten wollte, waren verschlossen, außer in Burgos. Aber da war ich ja mehr oder weniger nur Tourist. Auch wenn ich ausdrücklich nicht mit der Absicht aufgebrochen war, eine Nähe zu Gott zu suchen, fand ich das trotzdem schade. Dann soll es halt nicht sein, dachte ich. Ziel ist Samagun und in diesem Ort gibt es angeblich eine Halbzeit-Compostella. Ich weiß immer noch nicht wo, scheint eine größere Stadt zu sein. Muss ich mich wohl durchfahren. Da suche ich mir was zu essen und zu trinken, also vielleicht auf jeden Fall was zu trinken. Ist ganz schön kalt, ich habe Halsschmerzen, Husten, Schnupfen, aber ansonsten geht es mir ganz gut. Ein bisschen traurig und erschöpft saß ich dann eine ganze Weile allein vor dieser Kirche her. Es war niemand da. Ich dachte, als ich da so saß, für mich gibt es das auf dieser Reise einfach nicht. Der liebe Gott und ich, wir gehen uns aus dem Weg. Kann ich auch verstehen. So ein vorbildlicher Christ, das war ich noch nie. Und dann war da dieser Mann. Ein gebückt gehender, älterer Herr, der auf mich zukam. Instinktiv griff ich in meine Tasche, um dem Bettler eine Münze zu geben. Aber als er vor mir stand, griff er meine Schulter und seine Stirn berührte meine Stirn. Das ging alles so schnell, dass ich kaum Zeit hatte zu reagieren. Der Mann sprach ein Gebet auf Spanisch. Ich verstand nichts, aber die Melodie eines Gebets, die war unverkennbar. Die letzten Worte kamen mir dann doch irgendwie vertraut vor. Dann fasste er meine beiden Schultern und sah mich lächelnd an. Dann berührte er noch einmal meine Stirn und ging weiter. Danke, sagte ich auf Deutsch. Er drückte mir noch einen Zettel in die Hand und darauf erkannte ich das Abbild der Mutter Maria. Ich muss ausgesehen haben wie ein Pudel, der sein Körbchen mit einem Badezuber verwechselt hat. Und das für gut 10 Minuten am Stück, bevor ich mich endlich schüttelte. Meine Freunde, wir befinden uns, ja, an der Kante zum Fade-In, zum filmischen Einblenden, in den spirituellen Teil unserer Reise. So, das soll jetzt der Mittelteil sein. Das Camino de Santiago de Compostela. Und gibt wohl aber mehrere Mittelteile. Es gibt noch so einen ganz offiziellen Teil. Das sind einfach nur so 2 Säulen. Die stammen halt aus dem Mittelalter. Die markieren den Mittelpunkt des mittelalterlichen Jakobsweges. Diesen Teil hier kann man aber auch als Mitte bezeichnen. Und dann soll es noch irgendeinen dritten Ort geben. Den habe ich aber nicht gefunden. Und es gibt auch keine Halbzeit-Compostela. Also kann sein, dass es die gibt. Da gibt es unterschiedliche Angaben. Die einen meinen ja, die anderen sagen nein. Und wieder andere sagen, habe ich noch nie von gehört. Ist windig. Da, wo der grüne Streifen ist, da ist der Camino. Da gehe ich gleich weiter. Oder? Guck mal hier. Ich nehme einen Bus. Ha! Nein, mache ich nicht. Es sind nur 2 Stunden und 40 Minuten. Das schaffe ich. Es sind nur noch 40 Kilometer oder so, was weiß ich. Es ist aber heute wieder wirklich unspannend. Das, was du da im Hintergrund hörst, ist übrigens der Wind. Ja, Wind, der mit jeder Stunde stärker wurde. Und dann bin ich in El Borgo Ranero. Kaum zu glauben. Ich bin ganz schön erschöpft.
Körperlich nicht, aber mental. Es war hart heute. Wirklich hart. Bereits in Sahagun hätte ich ins Bett fallen können. Aber ich hab's noch bis hierhin geschafft. Ich sehe keinen einzigen Pilger. Nur ein paar Katzen. Einige von ihnen mögen mich. Eine einzige, aber auch nicht. Shit happens. That's life. Hallo. So. Der Wind war hart. Ah, ich bin angekommen. Jetzt gucken, ob der Mike auch schon da ist. Ich glaube schon. Mike wartet bereits im Alberge. Wir essen ein richtig leckeres, richtig gutes Pilgermenü. Und dann wandere ich weiter. Allerdings in meinem eigenen Traumland relativ schnell. Gute Nacht. Ach nee, warte mal, halt. Erst noch das Recap-Video. Wir sehen uns morgen. Bis dann. 30 Kilometer liegen heute hinter uns von Terradillos nach El Burgos. Morgen geht es nach Mancillas. Und das sind, glaubt nur, 20 Kilometer etwa. Da haben wir auch schon was gebucht. Und ja, ich melde mich mal direkt aus dem Bett. Weil wir sind fertig. Wir sind fertig mit der Welt. Die 30 Kilometer waren... Windig, ja. Der Wind war heute extrem. Diese Etappen hier gelten ja so als Wüstenstrecke. Es war trotzdem alles grün. Man muss halt zu einer anderen Jahreszeit dann gehen. Die erste Stunde von Terradillos aus war ganz schön. Es war ruhig und ich habe auch einige Mitpilgernde gesehen. Danach habe ich niemanden mehr gesehen. Und wir waren, ich bin ja alleine gegangen, dann in dieser Stadt, wo die Mitte des Camino ist. Die Anfänge dieser Stadt waren wirklich ein sehr hässliches, sagen wir mal, Industriegebiet oder sowas. Es war nicht so die Perle, optisch gesehen. Dann wurde es aber viel, viel schöner und besser. Und es gab Kirchen zu bewundern, wunderschöne Bars. Ich bin dann da durchgeschlendert, habe die Deutschen wieder getroffen und mich nett mit denen unterhalten. Genau an dem Torbogen, der die Mitte markiert, des Camino. Wie ich mir dann habe sagen lassen, gibt es aber noch eine zweite Mitte, die im Mittelalter halt die Mitte des Camino war. Diese beiden Reste eines Torbogens habe ich aber nicht gesehen, nicht gefunden. Dann habe ich mich durchgefragt, ob es denn irgendwo diese Halbzeit-Compostela gibt, aber die Locals haben davon zum ersten Mal gehört. Also und das Kloster hatte leider nicht offen. Die öffnen immer erst so gegen Mittag. Also bin ich nach einem leckeren Kaffee in einer Bar, in der es, ich konnte es gar nicht definieren, Tierkadaver ausgestellt waren zum Verkaufen. Riesig, 2 Meter große oder 3 Meter große gläserne Schränke, wo die ausgestellt waren. Kann man alleine gar nicht tragen, diese Dinger. Die Bar war sowieso ein bisschen strange. Ich habe mich da hingestellt, habe einen Kaffee con Leche bestellt, habe dafür aber ein Tortilla bekommen. So schlimm war meine Aussprache nicht, aber den anderen ging es ähnlich. Die haben dann auch irgendwas zu essen gekriegt. Was aber auch dazugehört. Wenn du einen Kaffee con Leche hier bestellst, kann es sein, dass die dir einfach was zu essen dann dazu stellen. Habe ich später dann nochmal gekriegt in einem anderen Café. Das ist eigentlich auch ganz nett. Ja, wie dem ist es. Ich war dann noch mal im Supermarkt, habe erstmal meine Vorräte aufgefüllt, bin weitergezogen und dann war es eigentlich nur noch windig. Windig, gerade Strecke, windig. Und ab und zu mal ein Ort, wo ich dann nochmal einen Kaffee getrunken habe. Und dann war es wieder windig. Und das war anstrengend. Aber ich habe schon gesagt, der ganze Camino ist wie eine Metapher aufs Leben. Der Beginn ist wunderschön und dann geht es nur noch bergab. Nein. Und im Flachland kommen mal eben Phasen, wo du allein optisch nur 3-4 Farben wahrnimmst. Und nichts weiter. Und du bist mit deinen Gedanken alleine und wenn es dann aber noch diesen Wind gibt, was mir auch viele, viele spiegeln, dann kommt man gar nicht zum Reflektieren. Man will einfach nur weiter. Man denkt gar nicht so viel nach, sondern man will einfach nur durch diesen Wind durch. Also es ist langweilig und es versetzt dich auch in eine wirklich miese Stimmung. Und das ist ja das, was im Leben auch mal passiert, dass du da Phasen durchlebst, wo es dir über einen langen Zeitraum nicht gut geht und es alles ziemlich monoton wirkt um dich herum. Ja, das kennen wir auch alle. Und das habe ich dann versucht anzunehmen, so im Laufe des Gehens. Ist mir nicht gelungen. Ist aber auch nicht schlimm. Aber ich wurde dann beschenkt am Ende mit der Begegnung mit 2-3 Katzen,
die nicht wie andere Katzen, die ich sonst getroffen habe, einfach so auf Distanz geblieben sind, sondern diese Katzen sind einfach zu mir gekommen, haben sich streicheln lassen, haben Kontakt gesucht und das war ganz schön. Das Hostel, in dem wir jetzt sind, hat ein wahnsinnig gutes Essen serviert und hat eine wunderbar warme Dusche, die warm heiße Dusche, die wir hier ordentlich erstmal genossen haben. Ja, und das war der Tag heute. Morgen 20 Kilometer und dann sind wir schon in Lyon am Montag. Lyon, eine große, große Stadt. Und dorthin sind es, glaube ich, dann nur 17 Kilometer. Das heißt, ein ganz, ganz leichter Gang. Und vielleicht, das ist unter Pilgern fast schon so Usus, kann man auch dann das letzte Stück nach Lyon rein mit dem Bus abkürzen. Weil da ist wohl ein sehr, sehr hässliches Industriegebiet, wo es wirklich, wirklich nicht schön ist, da zu wandern. Und da ist auch nicht schlimmer, 5 Minuten mit dem Bus zu fahren. Mal gucken, was wir da machen. Wir haben ja schon vorgebucht. Wir haben im Zentrum was gefunden, wieder super günstig. Gerade wenn man zu zweit oder zu dritt reist. Wir zahlen nur 20 Euro fürs Zimmer. Also pro Person 20 Euro. Und da freue ich mich schon drauf. Ja, morgen frühstücken hier. Morgen ist ja nicht so ein langer Gang, deswegen werden wir hier schön frühstücken. Und ich freue mich schon aufs Frühstück. Ich hatte bislang, muss ich jetzt leider sagen, nur ein gutes Frühstück und das war in Najera, soweit ich mich erinnere. Frühstück war super. Das liegt jetzt aber nicht an den Leuten, die Frühstück machen oder an den Lokalen oder sonst was, sondern ist halt so, wenn du ins Café gehst, das ist überall auf der Welt gleich, dann kriegst du halt nicht das große Menü mit Cornflakes und hast du nicht gesehen. Das kriegst du meistens im Alberge. Und es scheint auch keine Art von spanischem Frühstück zu geben. Bin ich von ausgegangen, weil es ja überall auf der Welt so typische Essensgerichte gibt, wie zum Beispiel ein Frühstück, gutes Frühstück in England, weiß man, was man kriegt, in Frankreich, in Amerika. Ne? Deswegen noch eine kleine Anekdote als Rausschmeißer zum Abschluss. Als ich am Anfang von Roncesvalles aufgebrochen bin, zweiter Tag, da bin ich ja voller Selbstbewusstsein in ein Café gestiefelt, morgens um 8. Mit meinem Wanderstab, meinem Rucksack und meiner Muschel, habe mich am Tresen aufgebaut und habe voller Stolz verkündet, dass ich doch gerne ein echtes, originales, typisches spanisches Frühstück genießen würde. In der vollen Überzeugung, dass das die Locals happy macht, dass sie sagt, oh, endlich fragt mal einer nach einem typischen spanischen Frühstück. Und die Dame hinterm Tresen hat ungefähr so reagiert. Croissant? Da habe ich ein Croissant gekriegt. Mal gucken, was ich morgen kriege. Lassen wir uns überraschen. Ich werde dich informieren. In diesem Sinne, viel Spaß beim weiteren Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Und danke für deine Unterstützung, dass du dabei bist und den ganzen Krempel hier mitmachst. Ne? Das ganze Pilgern, das ganze Pilgerleben. So, ist mir das Handy fast runtergefallen. Und wenn du bei YouTube bist, dann gib doch einen Daumen hoch und aktiviere die Glocke und abonniere den Kanal. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns morgen. Tschüss.